Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Diese Powerbanks hier, besser gesagt diese beiden, weil die dritte habe ich mir privat nachgekauft, begleiten mich jetzt seit ganz, ganz vielen Monaten im Alltag. Ich war damit auf der Messe unterwegs, habe unterwegs mein Kameraequipment nachgeladen. Auf der IFA, da habt ihr das Video vielleicht sogar gesehen. Ich war im Dachzelturlaub und habe damit die Beleuchtung im Zelt betrieben, aber auch da mein gesamtes Equipment nachgeladen. Ich war mit den Kindern im Urlaub, das heißt alles das, was so anfällt, Nintendo Switch, die Kindertablets aufladen etc. Und natürlich auch im Outdoor-Bereich mit meiner Drohne unterwegs ganz einfach kurz die kleinen Akkus der DJI Neo zum Beispiel an eins der Ladegeräte dranpacken im Auto, um die Akkus wieder aufzufrischen bzw. aufzuladen. Das alles klappt ganz hervorragend und genau diese Erfahrungswerte möchte ich gerne mit euch teilen. Bevor wir dazu kommen, aber kleiner Disclaimer, diese beiden Powerbanks hier wurden mir kostenfrei vom Hersteller für dieses Video zur Verfügung gestellt. Ich wurde inhaltlich nicht beeinflusst. Alles das, was ich sage, ist meine eigene freie Meinung und wie gesagt, ich habe diese hier dann sogar nochmal privat nachgekauft. Weil ich so überzeugt davon bin, beziehungsweise weil die genau das tun, was ich möchte, ordentlich robust sind und eine Menge Leistung haben. Aber dazu jetzt mehr. Wie ihr seht, habe ich hier eine Menge Stichpunkte vorbereitet. Ich habe natürlich viele gefühlte Erfahrungswerte gehabt, habe jetzt in den letzten Tagen speziell aber nochmal die Stoppuhr mitlaufen lassen beim Laden meiner Endgeräte, beziehungsweise auch beim Aufladen, damit ich euch auch mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten geben kann. Deswegen starten wir erstmal mit dem Preis. Die kleine Powerbank kostet zum Zeitpunkt des Videos 39,99 Euro. Kann hier an der Seite, seht ihr das, mit maximal 100 Watt Geräte aufladen. Was das bedeutet, beziehungsweise wie das in der Praxis am Ende des Tages dann sich auf euer Endgerät auswirkt, da reden wir gleich nochmal drüber. Dann gibt es die 20.000er Variante, die kann 130 Watt. Seht ihr hier an der Seite, die kostet 69,99 Euro. Dann die 25.000er, die kann 200 Watt und liegt aktuell bei 97,49 Euro. Dann reden wir kurz über den Lieferumfang. Sie kommen in der Kartonage hier, so wie sie neben mir steht. Die kleine Powerbank kommt einfach nackt mit einem USB-C auf USB-C-Kabel. Das ist dieses hier. Ist nicht allzu lang, wie ihr seht, tut seinen Job aber ganz hervorragend. Bei den größeren Varianten ist das gleiche Kabel mit dabei, aber auch noch eine solche kleine Tasche für den Transport. Die fehlt eben bei der kleineren Variante. Dann sprechen wir mal über das Design, die Hardware und auch die Verarbeitung. Prinzipiell muss ich sagen, bin ich mit der Verarbeitung sehr zufrieden. Hier oben seht ihr es, da sind auch schon Kratzer reingekommen. Diese Powerbank ist mir nämlich bei meinem Campingurlaub aus der Tasche rausgefallen, auf den Schotterboden, unterm Dachzelt sozusagen. Problemfrei überlebt, ja, also bis auf so ein paar kleine Kratzerchen ist da überhaupt gar nichts passiert. Ich finde, das Plastik kann sich mehr als sehen lassen. Von Ugreen bin ich das so gewohnt. Ich habe schon einige Produkte, unter anderem auch ein großes Ladegerät, privat im Einsatz hier in meinem Studio. Von daher kann ich da überhaupt nichts Negatives sagen. Die Form ist Geschmackssache. Ich mag eher diese ja etwas kompaktere Form, dafür etwas dicker, wie man das jetzt hier sieht. Die finden nämlich problemfrei in meiner Notebooktasche zum Beispiel ihren Platz. Da passt selbst die ganz große super mit rein. Gibt natürlich auch andere Varianten, die dann einfach eher flacher sind, aber dafür in die Breite gezogen. Gerade bei höheren Kapazitäten, wo ich mehrere Akkuzellen brauche, ist das ganz einfach Geschmackssache. Ich komme hiermit persönlich sehr gut zurecht. Die Rückseite ist bei all den Modellen, ich drehe sie mal rum, halte sie in die Kamera, gummiert, beziehungsweise nicht vollständig gummiert, sondern hier unten ist zum kleiner Steg und hier oben ist ein kleiner Steg. Damit liegen sie super sicher da, wo sie eben liegen. Wenn ich sie hochkant stelle, ist hier unten keine Gummierung, wie man da sieht. Aber sie stehen auch selbst auf einer Couch, zum Beispiel auf der Lehne an der Seite, die nicht ganz eben ist, stehen sie sehr sicher. Apropos Sicherheit, die Geräte haben auch diverse Schutzfunktionen mit integriert gegen Überhitzung, Kälte, Überladung, Tiefenentladung. Der Hersteller sagt, die Temperatur wird 200 Mal in der Sekunde überprüft, um dann eben auch die Ladegeschwindigkeit zu regulieren bzw. sicherzustellen, dass es hier zu keinem Defekt, zu keinem Brand etc. kommt. Ich muss ganz klar sagen, da reden wir gleich nochmal drüber, wenn ich hier mit voller Leistung auflade und das sind 65 Watt, können die alle maximal beim Aufladen erreichen. Die werden so leicht handwarm. Wenn ich hingegen Energie abgebe, dann werden sie noch sehr viel weniger warm. Also das hat der Hersteller total im Griff. Man sieht hier jetzt auch sehr schön den Unterschied. Das Display ist unterschiedlich und zwar habe ich hier einmal ein LCD-Display bei der kleinen Variante mit einer mattierten Oberfläche und hier habe ich ein TFT-Display bei den beiden größeren und die Informationen, die hergegeben werden, sind auch sehr, sehr unterschiedlich. Ich nehme jetzt einfach mal mein Kabel und stecke das hier mal in mein iPad, wo die Notizen drauf sind und stecke das mal ganz kurz in die Powerbank ein, damit ihr seht, was hier passiert. Hier sieht man jetzt im Grunde einfach nur die Anzeige der Restkapazität. Ist sehr gut zu erkennen aufgrund dieser matten Oberfläche. Ansonsten kann ich hier auch per Knopf nichts anderes einstellen und tun. Bei der
großen Powerbank sieht das ein kleines bisschen anders aus. Wenn ich hier drauf gehe, sehe ich direkt, okay, ich habe eine 100% Akku. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennt. Hier unten sieht man, dass ich mit 19,5 Watt aktuell lade. Und wenn ich hier drauf drücke, dann sieht man auch nochmal deutlich mehr, was da gerade passiert. Das heißt mit 15,1 Volt und 1,2 Ampere. Und ansonsten seht ihr, kann man hier durch die verschiedenen Modi durchschalten. Wenn hier mehrere Kabel oben eingesteckt sind, über die Ports reden wir gleich und vor allem auch die Ladegeschwindigkeit dabei, dann ist es natürlich so, dass auch das hier dementsprechend aufgeführt wird. Und das haben die beiden großen Modelle gemeinsam. Ich muss sagen, dass mir das Display bei den größeren Powerbanks sehr gut gefällt, weil hier wirklich viele relevante, interessante Informationen angezeigt werden. Wobei man sich da sicherlich die Frage stellen muss, braucht man das unbedingt? Weil wenn man sagt, die Akkukapazität von der kleinen Variante, die reicht absolut aus, um sie einfach mal für den Notfall dabei zu haben, dann ist das Display hier mit Sicherheit kein Showstopper, aber die beiden größeren Varianten können in dem Bereich einfach mehr. Dann reden wir kurz über die Ports. Ich nehme das Kabel hier nochmal raus. Ich zeige euch die Powerbanks von oben. Ich habe bei der kleinen Variante einen USB-A und einen USB-C Port. Die beiden größeren Powerbanks können hier mehr. Sie haben einen USB-A und zwei USB-C Ports. Ein wichtiger Aspekt für mich ist noch die Frage, ob man die Powerbanks mit ins Flugzeug nehmen darf. Grundsätzlich muss man solche Batteriegegenstände ja mit im Handgepäck führen. Die meisten Airlines sagen, bis 100 Wattstunden ist es kein Problem. Die größte Powerbank hier hat 90 Wattstunden. Von daher sollte das kein Problem sein. Nagelt mich dabei nicht drauf fest und schaut da bei eurer Airline, bei eurem Fluganbieter gerne nochmal ins Kleingedruckte mit rein. Wo wir schon über die Kapazität gesprochen haben, wir schauen uns mal die kleinste Powerbank an. Die hat nämlich mit 12.000 mAh 44,4 Wattstunden. Die mittlere hat mit 20.000 mAh 72 Wattstunden und die größte hat mit 25.000 mAh 90 Wattstunden. Die Ausgangsleistung, da haben wir eben schon grob drüber gesprochen, unterscheidet sich eben, ob ich einen Port oder ob ich mehrere Ports bestücke. Bei der kleinen ist ja wirklich nur die Frage, Einzelport oder zwei Ports werden verwendet. Ich blende euch da mal ein Diagramm ein auf der Webseite, damit ihr seht, wie viel Watt die Ports in dieser Konfiguration jeweils ausgeben können. Bei der mittleren Variante der 20.000er habe ich natürlich drei Ports als Option und hier kommt es darauf an, welcher Portkombination ihr arbeitet, damit die maximale Leistung abgegeben werden kann oder eben nicht. Auch das wird auf der Webseite angegeben und das gleiche gilt für die große. Auch hier sieht man, dass die maximale Leistung von 200 Watt eben abhängig ist von der Portkonfiguration, damit ihr da auch einen Überblick habt. Dann mal ein paar Worte aus der Praxis. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Temperatur, die Kabellänge und die Frage, welches Gerät ihr mit Energie versorgt, also auf welche Volt sozusagen die Umwandlung stattfinden muss, mit wie viel Ampere die Leistung ausgegeben werden muss, die spielt eine ganz große Rolle. Von daher kann man klar sagen, das ist auch übergreifend für alle Powerbanks der Fall. Das, was irgendwo in der Theorie im Maximalen möglich ist, also Beispiel jetzt hier die 90 Wattstunden, die sind in der Praxis immer mit Verlusten durch die Umwandlung, mit Verlusten durch die Kabellänge etc. versehen, sodass da sicherlich nie das Maximale bei rauskommen kann. Kurzfassung, ich bin mit dem, was ich hier gesehen habe, mehr als zufrieden. Über die letzten Monate habe ich das nie gemessen, von daher war das eher so ein Bauchgefühl von wegen, ja, die machen genau das, was der Hersteller sagt. Ich habe in den letzten drei Tagen speziell bei drei Endgeräten mal versucht, per Google zu ermitteln, wie hoch die Wattstundenzahl beim Akku ist. Bei meinem iPhone 15 Pro Max dürften das 17,1 Wattstunden sein. Bei einem kleinen Kindertablet, dem Amazon Fire HD 10 Kids Tablet, 19,25 Wattstunden. Und bei diesem iPad hier, das iPad Pro 12,9 aus 2021, sollten das 40,88 Wattstunden sein. Damit man das mal so grob vom Gefühl her einschätzen kann. Mit der kleinen Powerbank hier habe ich einmal versucht, dieses iPad aufzuladen und bin damit auf 73% Ladezustand gekommen, kommend von 0 und habe damit mein iPhone 15 Pro Max, das 16er habe ich leider noch nicht bekommen, weil die Telekom offensichtlich Lieferprobleme hat, habe ich damit einmal komplett aufgeladen bekommen und hatte noch 38% Restkapazität im Akku. Das heißt, ich würde mal sagen, so anderthalb Mal iPhone 15 Pro Max laden ist damit kein Problem. Mit der mittleren Powerbank habe ich die Kindertablets zum Test mal geladen und habe damit das Fire Tablet HD 10 eins komplett aufladen können und das zweite dann nochmal auf 93%, also fast komplett voll bekommen. Wie gesagt, ein Akku sollte da ungefähr 19,25 Wattstunden haben, das mal zwei, damit ihr da so eine grobe Idee habt. Und bei der ganz großen Powerbank habe ich mein iPad von 0 auf 100% komplett aufladen können und hatte dann noch 39% Restkapazität. Ich hoffe, das hat einen ganz guten Überblick gegeben. Dann noch ein paar Worte zur Eingangsleistung, also wie schnell sind die Powerbanks geladen von 0 auf 100%. Grundsätzlich ist es so, die können alle mit 65 Watt laden. Das ist eine Menge. Ihr braucht natürlich das passende Netzteil. Ich habe in meinem Fall jetzt mit einem großen MacBook-Netzteil geladen.
Falls ihr sowas nicht habt, verlinke ich euch mal ein passendes Netzteil unten in der Videobeschreibung. Der Hersteller sagt, die kleine Powerbank ist in 1,5 Stunden aufgeladen, die mittlere in 2 Stunden, die große in 2,5 Stunden. Und da habe ich sehr gute Neuigkeiten. Ich habe diese Ladeangaben deutlich unterschritten. Die kleine Powerbank war in 1 Stunde und 14 Minuten voll, die mittlere hier in 1 Stunde 44. Der Hersteller sagt 2 Stunden, also deutlich, deutlich weniger, mehr als eine Viertelstunde weniger. Und die ganz große, die ist jetzt relativ neu, die habe ich noch gar nicht so oft aufgeladen, beziehungsweise habe da noch gar nicht mitgestoppt. Aber mit den Erfahrungen der anderen beiden Powerbanks würde ich mal sagen, auch das sollte sicherlich sich unter der Herstellerangabe bewegen. Das passt auf jeden Fall. Und damit kommen wir zu meinem persönlichen Fazit. Bevor ich das mit euch teile, schreibt mir aber gerne erst einmal in die Kommentare mit rein, wie ihr die Powerbank so findet. Ist das was für euch? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Habt ihr vielleicht sogar schon Erfahrungswerte mit Ucreen? Das würde mich sehr interessieren. Also ich muss ganz klar sagen, Preis-Leistung geht hier für mich vollkommen in Ordnung. Es gibt auch immer mal wieder sehr gute Rabattaktionen vom Hersteller. Genau in einer solchen habe ich mir ja diese Powerbank hier bestellt. Es gibt sie sowohl bei Amazon als auch auf der Hersteller-Webseite. Da müsst ihr einfach so ein bisschen schauen und die Preise vergleichen. Mich haben die Powerbanks noch nie im Stich gelassen und ich habe sie wirklich, wirklich viel getestet. Häufig entladen und wieder geladen, egal wo ich war. Sie sind super schnell wieder aufgeladen. Sie bieten mir eine Menge Energie für mein gesamtes elektronisches Equipment unterwegs nachladen zu können. Am Ende des Tages müsst ihr euch sicherlich die Frage stellen, welches Equipment möchtet ihr aufladen, wie groß ist der Akku und tut es dann eher eine kleinere Variante oder solltet ihr doch weiter oben ins Regal greifen, damit ihr hier ordentlich Leistungsreserven habt. Also, ich hoffe, das war spannend. Wenn das so war, würde ich mich über einen Daumen nach oben für dieses Video und ein Abo auf meinem Kanal freuen. Ansonsten bleibt gesund und dann hoffe ich, dass wir uns spätestens in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Macht es gut!